Ich grüße euch, Freunde des Sentitus. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Im heutigen Video geht es um den Freddy und um seine Änderungen, die er im Mid-Chapter erhalten hat. Ja, was sind das für Änderungen, über die wir jetzt reden? Ja, der Freddy wurde genervt. Und zwar fangen wir mal bei seiner Fähigkeit an. Der Freddy hat ja eine Handvoll Fähigkeiten. Also zum einen hat er ja die Traumwelt. In die er Überlebende ziehen kann. Und er selber ist in der Traumwelt ahnungslos, besitzt also keinen Terrorradius. Dann die Standardfähigkeit, die der Freddy hat, ist die Traumschlinge. Da macht man so eine rote Pfütze auf dem Boden. Mit Addons kann man das nochmal abändern. Da hat man dann quasi Traumpaletten, also Paletten, die nicht echt sind. Das wird aber kaum gespielt. Also meistens die Traumschlingen, denn Traumschlinge, wenn da ein Überlebender reintreten tut, dann wird er verlangsamt und er schreit auf. Deswegen spielt man meistens die Traumschlingen. Und vor dem Mid-Chapter war es jetzt so, da hat der Freddy zum Start 8 dieser Traumschlingen gehabt. Nach dem Mid-Chapter-Patch hat er jetzt nur noch 5 Traumschlingen, also er hat 3 weniger. Es gibt auch keine Add-ons, um die Traumschlingen zu erhöhen. Sie bleiben bei 5. Also hat man alle 5 platziert, kann man zwar noch weitere platzieren, aber die erste Traumschlinge wird dann durch die neue ersetzt und dann die zweite, die dritte und so weiter. Dann hat er noch die Fähigkeit, sich zu Generatoren hin zu teleportieren. Das zählt aber nur für Generatoren, die noch nicht repariert sind. Ja, also Traumschlingen wurden verringert, das ist der erste Punkt. Statt 8 jetzt nur noch 5. An den Effekten der Traumschlingen wurde nichts geändert. Wenn der Freddy die Traumschlinge platziert, dann wird Freddy ein bisschen verlangsamt. Das war vorher auch nicht so. Also muss jetzt ein bisschen haushalten und sich überlegen, wo platziere ich Traumschlinge und wo platziere ich lieber keine Traumschlingen. So, dann wurden natürlich ein paar Add-ons überarbeitet. Und ich habe hier mal meine Addon-Sachen aufgerufen, und zwar diese Seil-Addons. Die waren ja früher dafür zuständig, die Überlebenden in der Traumwelt noch langsamer arbeiten zu lassen an Generatoren. Und diese ganzen Seil-Addons, also Outdoor-Seil oder hier Springseil, dann gibt es noch die Schaukelketten, die hätte ich jetzt nicht im Blutnetz, aber die wurden alle geändert. Die haben alle neue Effekte gekriegt. Zum Beispiel das Springseil hat jetzt den Effekt, dass die Schmerzenslaute von Überlebenden um 50% lauter sind, wenn sie in der Traumwelt sind. Das Outdoor-Seil sorgt dafür, dass, wenn Überlebende in der Traumwelt sind und sie reparieren Generatoren, ist der 8 Meter weiter zu hören. Das sind jetzt, ja, weiß ich nicht, semi gute Addons, also das, was sie vorher konnten, war definitiv besser, wie das, was sie jetzt können. Ob noch andere Addons geändert wurden, kann ich leider nicht direkt sagen. Mir sind halt erstmal nur diese Springseil-Addons oder genau diese Seil-Addons aufgefallen. Ich spiele den Freddy halt nicht sehr oft. Ich bin auch kein Freddy Main. Deswegen, wenn noch andere Addons geändert wurden, dann schreibt das doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch damit besser auskennt. Und dann werde ich diese noch ergänzen. So, wie schon gesagt, ich spiele Freddy eigentlich eher nicht so häufig. Also bin ich auch nicht besonders gut mit ihm oder kenne besondere Tricks oder Tipps für ihn. Trotzdem wollte ich diese Infos zum Mid-Chapter von Freddy noch mit einem Gameplay hinterlegen. Und ich habe erst überlegt, ihn ohne Addons zu spielen, aber ich wähle jetzt mal die beiden Seil-Addons aus. Einmal Schmerzenslaute sind 50% erhöht in der Traumwelt und die Generatoren sind lauter zu hören. Ich nehme einen Blutpunkte-Opfergabe mit, Addon wollte ich schon sagen. Und das sind die Perks, die ich zurzeit auf Freddy benutzen kann, die meiner Meinung nach am sinnvollsten sind von den Perks, die ich gerade auf Freddy besitze. Ruin und Popkusswiese nehme ich beides mit, weil Ruin wird häufig schnell zerstört. Dann habe ich als Backup noch das Pop.
Und dann würde ich sagen, springen wir in eine Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich in der Runde. Und da sind wir auch schon, auf dem Schutzwald. So, eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen, eben in dem kleinen Intro. Und zwar, wenn man gegen Freddy spielt, da hat man ja hier, wie man hier gerade sieht, diese Wecker auf der Karte. Und auf dem PDB war es halt so, wenn die Überlebenden sich mit so einem Wecker aus der Traumwelt befreit haben, dann waren sie für ein paar Sekunden tatsächlich immun, durch einen Schlag von Freddy wieder in die Traumwelt zu kommen. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich leider nicht. Das war mein Ruin. Weil ich konnte als Überlebender selbst noch nicht gegen Freddy spielen. Seit dem Mid-Chapter-Patch. Hallo Nancy. Zack. Von daher kann ich das nicht bestätigen, ob die wirklich dann von der Traumwelt verschont bleiben. Ist da noch einer? Ja, moin. Palette nehme ich jetzt mit. So. Eine Traumschlinge einfach mal platzieren. Und dann folgen wir der Nancy. Der erste Generator geht an. Wie gesagt, ich spiele Freddy wirklich nicht sehr oft. Auch vor dem Mid-Chapter-Patch schon sehr selten gespielt eigentlich. Von daher erwartet jetzt keine genialen Gameplay-Techniken hier von mir. Eins, zwei. Es geht ja nur darum, herauszufinden, ob der genervte Freddy jetzt useless ist oder eben nicht. Aber ich denke, der ist immer noch spielbar. Zack, okay. Palette, eins, zwei. Gut, wir haben jetzt zwar ein paar Traumschlingen weniger. Wir verletzen jetzt noch die eine hier. Die laufen noch nur von Paletten zu Paletten. Da ist gar keine Palette. Hallo. Das habe ich gesehen. Die hat Quick and Quiet. Also schnell und leise. Die kommt hier an den Haken dran. Aber halt mit drei Traumschlingen weniger muss man schon so ein bisschen haushalten tatsächlich. Das darf man nicht unterschätzen, wenn man vorher wie ein Verrückter die Dinger gespammt hat. Da wird gearbeitet. Dead White ist in meiner Traumwelt. Ja, ich denke schon. Oder? Nee. Den Schlag kriege ich nicht mehr drauf. Er hat auch Quick and Quiet. Da ist er. Nee, es ist die Nia. Hallo Nia. Jetzt habe ich natürlich meinen Pop nicht benutzt. Auf dem Generator. So, Nia. Hart im Nehmen. Nein, hast du nicht. Dann kommst du an Haken. So. Bitteschön. Ah, das habe ich auch so gesehen. Mein Port angetippt. Da hinten geht Generator an. Hier trete ich jetzt erstmal gegen. Zwei Generatoren gegen zwei Haken. Da wird gerettet. Ich musste mehr. Noch mehr von meinen Traumschlingen platzieren. Hallo. Zack. So, feiert das jetzt weg? Entscheidungsschlag? Nope. Da bin ich mal ein bisschen gemein. So, bitteschön. So, wo ist die andere hingerannt? Porten uns mal hier hinten hin. Einfach mal schlecht geraten, okay. Ich hätte halt gedacht, weil der Generator so weit ab ist, dass sie da vielleicht dran arbeiten. Hier, der hier wäre es gewesen. Zack.
Oh, ich habe das Pop noch. Schnell den Generator poppen hier. Eins, zwei. Sehr schön. Dann eine Traumschlinge platzieren. So. Die Nia wurde gerettet. Die Traumschlinge ist noch aktiv. Da ist einer durchgerannt. Da gehen wir mal schnell hin. Der ist jetzt verlangsamt und ich kenne seine Position. Hier wieder eine Traumschlinge platzieren. Aber... die spielen sehr... sehr leise. Die haben, also zwei Leute haben Quick and Quiet. Und die spielen auch sehr bedacht. Sagte ich. Und schon knallte der Generator. Hallo. Mac, glaube ich. Die ist nicht in meiner Traumwelt. Oh, was war das? Zack. Jetzt ist sie in der Traumwelt. Ich habe noch eine Schlinge, die kann ich platzieren. Und zwar hier. Hallo, Mac. Da ist eine Palette. Ah, die used das Fenster hier wieder. Wieder mit Quick and Quiet. Ah, die wird mich jetzt hier ein bisschen... ah, Dwight, hallo. Ah, wie konnte ich denn da daneben schlagen? Spiel. Als ob. Ah, die wissen schon, was sie machen, die Leute hier. Ja, weil das Fenster wollten. Ja. So. Endstation für dich, Dwight. Du musst auch in den Keller. So. Dann der Generator hier vorne wird dran gearbeitet einfach. Von der Mac. Zack, das schafft sie nicht. Dann nochmal schnell den Pop benutzen. Eins, zwei. So. Dwight wurde gerettet. So, Mac. Die Nia könnte ich noch rausnehmen, wenn ich die nochmal erwischen sollte. Aber wie schon gesagt, die spielen sehr bedacht. Versuchen so wenig Kratzspuren wie möglich zu hinterlassen. Zack. Danke, dass du nochmal angefasst hast, Nancy. Das kann ich nochmal gegenpoppen. Und dann setze ich eine Traumschlinge hier hin. So, ihr beide da, ne? Was seid ihr denn für Nüsschen? Ihr habt hier noch eine Palette, ne? Ja. Ah, ich habe gedacht, die campt das ab. Ihr seid ja unverschämte Kleine. Aber die Nancy's, Nancy, sage ich schon, die... na, wie heißt sie denn? Nia. Habe ich gedacht, wäre da hinten alleine am Arbeiten. Das wäre sehr effizient gewesen, tatsächlich. Aber die ist hier. Hallo, Nia. Zack. Eine Traumschlinge. Wir wollten auch. So, sie rennt zu dem Jungle Gym. Atem nehmen, okay. Ah, oh, was? Oh, das sind echt gute Leute hier schon wieder. Gut, ich bin mittlerweile ja auch Rang 3 mit dem Killer. Die hat Sprintburst. Oh, nur solche Leute kriege ich mal wieder. Zack.
So, nehmen wir mit. Die Nancy. Ich wollte eigentlich die Nia, weil die Nia ist halt tot am Haken, aber ja, kann man halt nichts machen. Ist. Nehmen wir das, was wir kriegen können, weil die Nancy hat jetzt erst ihren ersten Haken gekriegt. Ich weiß, dass die alle hier in der Nähe sind. Hier ist ja der Dings fertig geworden, der Generator. Ich setze mal hier auch eine Trommelschlinge hin, damit ich weiß, wann die ans Tor gehen. Da hinten ist noch ein Tor. Wo könnten die jetzt sein, ne? Ich will mich auch nicht zu weit vom Haken entfernen jetzt, da deswegen. Hallo Dwight, ne? Das gibt es nicht. Die schwuppen hier echt gut. Aha. Aber niemand entrinnt dem Tod, meine Freunde. Bringt mir noch mal ein paar Punkte ein, tatsächlich. So, bitteschön. Und da haben sie mein Totem gefunden. Ja, das war's auch mit niemand entrinnt dem Tod. Die sind sehr gut gewesen, tatsächlich. Ich war wieder sehr schlecht mit Freddy. Ich war aber auch schon vorher schlecht mit dem Kollegen. Also das hat nichts mit dem Mid-Chapter-Nerf zu tun. Tatsächlich. Ich kann ihn einfach nicht gut spielen. Und einer, der ihn gut spielen kann, der wird ihn wahrscheinlich auch nach diesen Änderungen auch immer noch gut spielen können. Und um Slowdown zu generieren auf die Überlebenden, da braucht man nicht unbedingt die Addons für. Da gibt es auch genügend Perks, die man mitnehmen könnte, um das zu erreichen. Feiert das jetzt weg? Hat der Entscheidungsschlag? Ja. Ich habe mir schon gedacht, einer von denen hat das auf jeden Fall dabei. Und ich habe ja eigentlich so auf die Nia getippt. Aber hatte halt der Dwight. Und die laufen jetzt auch alle raus. Weil die Lobby war auch schon voll, als ich reingejoint bin. Also konnten sogar auch SWF sein, die sich halt im Voice auch absprechen können. Aber nichtsdestotrotz denke ich, die Änderungen vom Freddy sind jetzt nicht so schlimm, dass er unspielbar ist. So, danke für den Hit. Ist halt noch for the points. Gut, die Add-on-Änderungen, die sind halt so ein bisschen, naja, das gebe ich zu. Also ich denke, die Springseil-Addons oder generell die Seil-Addons werden wir wahrscheinlich nicht mehr so oft auf den Freddys sehen. Aber alles andere ist, denke ich, mal so geblieben. Ich habe am Anfang erwähnt, wenn mir da ein paar Addons durch die Lappen gegangen sind, die vielleicht doch Änderungen erhalten haben, dann schreibt das in die Kommentare. Also mein Fazit zum Freddy-Nerf ist, er ist spielbar. Mit den Traumschlingen muss man sich ein bisschen umgewöhnen, dass man es halt drei weniger hat. Aber ansonsten, bis auf die Addons, was die, also die Seil-Addons angeht, hat er so gut wie keine Änderungen erfahren. Diese Wecker-Änderung, dass wenn Leute sich an einem Wecker aufwecken, dass die dann für ein paar Sekunden nicht in die Traumwelt gelangen können durch einen Schlag. Wie gesagt, ob das übernommen wurde für die Live-Version, keine Ahnung. Ich habe eben nicht drauf geachtet und als Überlebender noch gegen keinen Freddy gespielt, seit das Chapter draußen ist. Wenn ihr da auch irgendwas wisst, auch in die Kommentare. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, lasst auch ein Abo da. Das würde mich tierisch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis denne.